Die Stelen auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz sind denen gewidmet, die großzügig die Bürgerstiftung Limbach-Oberfrohna unterstützten. Was mit den Spenden passiert, darüber gaben am 9. Juni Vorstandsmitglieder der Stiftung bei einem Pressegespräch Auskunft. Sozial schwächeren Mitgliedern in unserem Gemeinwesen hier in Limbach-Oberfrohna, insbesondere Kindern, Jugendlichen, aber auch älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Hilfestellung, Hilfeleistungen zu erbringen in Situationen, in die jeder mal geraten kann, nämlich wenn man dann auf einmal nicht mehr auf der Sonnenseite des Lebens steht, sondern es schwierig wird, auch finanziell in Not gerät, dann sind wir da als Bürgerstiftung Limbach-Oberfrohna und man kann sich an uns wenden. Das ist eigentlich leider, muss ich sagen, viel zu wenig bekannt, dass es uns gibt. Wir sind nicht, möchte ich am Anfang betonen, wir sind nicht die Stadt, sondern wir sind eine eigenständige Rechtspersönlichkeit, eine eigenständige Stiftung. Und der Name natürlich deutet schon darauf hin, Bürgerstiftung Limbach-Oberfrohna. Wir sind in unserem Aktionskreis begrenzt auf das Stadtgebiet. Das heißt, es werden nur Bedürftige aus Limbach-Oberfrohna unterstützt. Weil wir auch manchmal Anfragen kriegen von weit außerhalb, da müssen wir dann leider sagen, nein, die Stifter, aus denen sich das Stiftungskapital zusammensetzt, haben Wert darauf gelegt, dass sie gesagt haben, wir möchten Gutes tun für die Bürgerinnen und Bürger, für die Einwohner dieser Stadt Limbach-Oberfrohna. Bereits um 1889 spendete die Witwe Emmy Esche 15.000 Mark. Ihr folgten weitere Gönner. Irgendwann hat man dann gesagt, und zwar im Oktober 1906, wir gründen jetzt eine Bürgerhospitalstiftung mit dem Ziel, das steckt in dem Namen schon drin, ein Hospital zu bauen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Da ist dann auch noch mal viel Geld geflossen. Im Nachgang sind noch mal 60.000 D-Mark, und nee, D-Mark waren es nicht, Reichsmark, überwiesen worden. Und aber zu der Hospitalerstellung hier in der Stadt ist es nie gekommen. Man hat dann das Geld letztendlich im Laufe der Jahrzehnte für andere gemeinnützige Zwecke verwendet. Und es kamen immer mehr Zustiftungen dazu. Einmal diese Hospitalstiftung, dann gab es Einzelstiftungen von Unternehmern. Ein großes Wirrwarr, das man letztendlich in geordnete Bahnen brachte. Nachdem wir das in unseren Unterlagen, historischen Unterlagen und Akten mal gesichtet haben, uns als Verwaltung entschlossen, das alles mal zusammenzufassen zu einer Stiftung, Bürgerstiftung, im Jahr 2000 war das. Da hat dann der Stadtrat, das ist jetzt schon 23 Jahre her, der Stadtrat die Satzung der Bürgerstiftung beschlossen und die ist dann auch genehmigt worden, damals noch vom Regierungspräsidium, heute Landesdirektion, die Stiftungsaufsicht. Und damit war dann diese Bürgerstiftung ins Leben gesetzt worden. Die fasste also alle anderen Stiftungen zusammen, die es bisher gab. Da hatten wir also Goldmark und Reichsmark und alles wurde dann umgerechnet zu einem einheitlichen Kurs. Und wir hatten dann zu Beginn, ein Stiftungskapital von zwischen 60.000 und 70.000 Euro. Und zu den damaligen Verhältnissen war das schon was. Da kriegte man auch anständig noch Zinserträgnisse. Und da haben wir dann begonnen mit der Zeit, einmal im Jahr eine sogenannte Weihnachtsfeier für Bedürftige, haben wir das genannt. Aber es ist eine Weihnachtsfeier eben für die Menschen hier in unserer Stadt, denen es nicht gut geht, die finanziell knapp sind. Es sind auch Familien, die da betroffen sind. Da haben wir gesagt, da machen wir einmal im Jahr, sollen die auch einen Lichtblick haben. Und da wird eine Weihnachtsfeier von diesem Geld, von diesen Zinserträgnissen von gestaltet. Finanziert wurden für Kinder aus armen Familien unter anderem auch Klassenfahrten. Zu Mehrmitteln kam die Stiftung durch das Ehepaar Viehweg. Das Ehepaar war schon hoch betagt, ist leider vor einigen Jahren dann erst sie, dann er verstorben. Und siehe da, im Nachlass war ein sehr erheblicher Betrag, der es uns jetzt erlaubt, doch wesentlich mehr
noch Gutes zu tun als bisher. Da sind wir also sehr, sehr dankbar und halten natürlich die Erinnerungen an das Ehepaar Fiewig auch in Ehren. Verwendet werden die Mittel der Stiftung entsprechend der Satzung. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Gemeinnützige Zwecke der Stiftung sind die Förderung der Erziehung und Bildung sowie der Jugend- und Altenhilfe. Mildtätiger Zweck ist die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bzw. alten Menschen, die wirtschaftlich hilfebedürftig sind. Ich will nur erwähnen, Sie erinnern sich vielleicht an den Fall der Familie, wo das Haus abgebrannt war. Vor 2 Jahren war das, glaube ich, in der Corona-Zeit jedenfalls. Da konnten wir dann auch großzügig helfen und da sind wir auch den Spendern sehr dankbar, die gerade für diesen Zweck Mittel an uns herangetragen haben, die wir dann an die Familie weiterreichen konnten. Der Familie ist dadurch sehr geholfen worden. Die hatten ja nichts mehr. Kann man einfach mal so festhalten. Die Stiftung ist selbstlos tätig, also wir verdienen da nichts, ne? Sondern das ist ehrenamtlich. Und das machen wir gerne, weil wir wirklich der Ansicht sind, dass wir dieses Engagement der Bürgerinnen und Bürger für ihre Stadt, wo sie sagen, wir möchten euch Geld geben, damit dann wirklich Gutes passiert, damit den Hilfsbedürftigen auch geholfen werden kann, damit wir das kanalisieren können, dass das an die richtige Stelle kommt. Das ist häufig ein Problem auch in anderen Kommunen. Ich hatte da schon viele Anrufe, wo sich dann auch Verwaltungen bei uns erkundigt haben, wie macht ihr das und so weiter. Da ist es gut, wenn so eine Stiftung existiert, die, sagen wir mal, unabhängig von irgendwelchen Stadtratsgremien oder Ausschüssen dann einspringen kann und auf kurzem Wege Hilfestellung leisten kann. Das nächste Projekt, das mit Mitteln aus der Bürgerstiftung Limbach-Oberfrohna finanziert wird, ist eins für die Sommerferien. Man nennt sich das LO Stiftet Wissen. Wir als Stiftung haben uns gedacht, die finanzielle Unterstützung ist natürlich das eine. Wir wollen natürlich auch mit anderen Angeboten die Kinder und Jugendlichen im Bereich der Bildung unterstützen. Und wir haben uns einfach mal umgeschaut, was gibt es denn so, und sind über die Punkte der Kinderuniversität, Kinderakademie, was so im Rahmen der Universitäten teilweise angeboten wird, und durch Input auch von Dritten auf dieses Thema kommen. Sowas in klein könnten wir ja auch mal versuchen. Und genau das haben wir jetzt vor, also LO Stiftet Wissen in Limbach-Oberfrohna an den ersten 3 Ferientagen, also 10. bis 12. Juli, werden 3 Angebote unterschiedlicher Natur vorgestellt. Wir fangen an im Tierpark. Da haben die Kinder die Möglichkeit, mal einen Blick hinter die Kulissen des Tierparks zu werfen. Wir gehen dann weiter am Dienstag, den 11. Juli, und werden dort eine Gerichtsverhandlung nachstellen bzw. Einblicke in den Ablauf einer solchen Gerichtsverhandlung mal ermöglichen. Und am 12. Juli wird dann eine Führung durch den Stadtpark bzw. Teichgebiet, je nachdem, wie sich es auch mit dem Stadtparkfest vereinen lässt und wie das Wetter ist, stattfinden, um dort einfach auch mal die Pflanzenwelt, die Kräuterwelt von Limbach-Oberfrohna näher kennenzulernen. Wir werden dabei unterstützt von 3 Referenten. Das Ganze ist dann auf unserer Homepage zu finden. Dort ist auch die Anmeldung möglich. Wir starten natürlich erstmal klein. Wir wollen erstmal schauen, wie läuft das ganze Thema an, wie wird es angenommen. Deswegen sind die Plätze begrenzt und wir stellen 20 Plätze pro Tag zur Verfügung. Das Ganze wird so 2 Stunden dauern an den Vormittagen. Und jeder ist da gern willkommen, jedes Kind, jeder Jugendliche. Das wird natürlich dann auch so gestaltet, dass sich jeder dort an diesem Angebot wiederfinden wird und wir da von klein bis groß alle mitnehmen können. Ein anderes Projekt hatte im vergangenen Jahr die erste Auflage. Da wurde ein Preis sozusagen ins Leben gerufen, der richtet sich an Schulabgänger unserer Schulen in Limbach-Oberfrohna, die sich im Laufe ihrer Schulzeit ehrenamtlich engagiert haben, beziehungsweise vielleicht durch Verhältnisse von zu Hause, die nicht so besonders, also die nicht gut sind, wo die Unterstützung vom Elternhaus fehlt, die dadurch
trotzdem gute bis sehr gute schulische Leistungen gezeigt haben oder halt schwere Schicksalsschläge hatten und trotzdem ihren Weg weitergegangen sind. Diese Schüler oder Schulabgänger werden uns von den Schulleitern vorgeschlagen und wir und, das und der Kuratoriumsvorsitzende Gerd Hertisch entscheiden dann, wer diese Preise bekommt. Der Preis ist mit je 250 Euro dotiert und ist letztes Jahr sehr gut angenommen worden. Dieses Jahr sind die Schulleiter wieder angeschrieben worden und wir sind gespannt und hoffen auf viele Vorschläge. Wer Kontakt mit der Bürgerstiftung Limbach-Oberfrohna aufnehmen möchte. Wir bieten eine Sprechstunde an, hier im Renaissance-Raum, im Rathaus, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat, im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 17 Uhr, empfange ich die Einwohner von Limbach-Oberfrohna, die mit uns in Kontakt treten wollen, die Hilfe benötigen, empfange ich hier. Eine Voranmeldung wäre schön, ist aber nicht zwingend erforderlich. Also wer einfach spontan mal vorbeischauen will und mit mir sprechen möchte, kann das gerne tun, muss eventuell eine kleine Wartezeit in Kauf nehmen. Mehr zur Bürgerstiftung Limbach-Oberfrohna erfährt man unter www.limbach-oberfrohna.de. Telefonisch erreichbar ist sie unter 03722 78409.